Ihr Lieben, wir sind auf der heikelsten Mission aller Zeiten, angeblich. Die Ines kann nicht aufhören, darüber Witze zu machen, weil sie aus den 90ern irgendwie ist. Aus den Internet-90ern. Angeblich gibt es Bielefeld nicht. Jetzt sind wir aber hier in Bielefeld. Wie erklärst du dir das, Häschen? Na, das sind alles Kulissen und Statisten. So, und jetzt schauen wir mal, ob das stimmt. Hier geht's irgendwo runter, Häschen. Vielleicht gucken wir uns das gleich mal an. Es geht in die Tiefe, aber da ist nichts. Nee, also es gibt keine U-Bahn. Auf jeden Fall Beweis. Also hier gibt's wirklich keine U-Bahn. Also ja, hier gibt's wirklich keine U-Bahn, aber was zum Fuck? Ja, das nächste, was sehr komisch ist, hier ist so eine Art Kanal, aber da ist nichts drin, außer Menschen. Also ist es ein Menschenkanal oder was? Das nehmen wir mal, du wärst Bürgermeisterin irgendwo, wie, wenn du ein prachtvolles Haus hättest in der Nähe von den Wasserspielen, wie würdest du das nennen? Ich habe keine Ahnung. Wäsche-Schmitz-Haus. Ich würde es Wäsche-Schmitz-Haus nennen. Wäsche-Schmitz-Haus. Das ist der beste Name für ein repräsentatives Gebäude. Wäsche-Schmitz-Haus. Ja. Auch immer gerne gesehen. Hier geht es in alle Richtungen. Alle. Wer hier lang fährt, geht in alle Richtungen. Aber es geht auch zum Isara. Alle Richtungen. Und Isara und neues Bahnhofsviertel. Muss man nochmal extra erwähnen. Alle Richtungen. Ihr seht, es ist nicht viel los. Die Bielefelder und Bielefelderinnen sind gesetzestreu. Da steht, Plakate ankleben verboten. Das ist kein einziges Plakat. Keine Plakate. Ne? Kein Plakat. Nein, kein Plakat. Kein Plakat. Das ist ja auch garantiert keine echte Tür. Ach so. Da ist ja nicht mal ein Knauf dran oder so. Das stimmt, da ist tatsächlich kein Knauf dran. Das sind alles noch No shit. Warte mal, das ist ja echt... ist wirklich kein Knauf dran. Gut, ich muss ehrlich sagen, es ist relativ leer. Es ist Wochentag. Das ein bisschen Filmkulissen-Dings ist hier schon. Also ja. Ne, eine Stadt, die Leute in der kommen immer aus einer Richtung. Die Leute kommen alle, wenn überhaupt, nur aus der Richtung. Sinn. Truman Show Style. Aber gut. Mal sehen. Ines, dir fällt was auf. Ja, an keinem einzigen Karstadt steht dran. In ganz Deutschland, ne? Also, da steht immer nur Karstadt dran. Aber hier muss es natürlich stehen. Karstadt in Bielefeld, damit man weiß, wo man ist. Das machen die einfach so, damit sich's reinfrisst, ja, ins Gehirn sozusagen. Ne? Ja, ich muss auch sagen, also habe ich auch noch nie gesehen. Wenn ihr dieses Video mal später seht, also sagen wir mal, jetzt ist ja Juli 2020. Wenn ihr das Video, sagen wir mal, 2025 seht oder 2030, Karstadt war eine große Kaufhauskette, eine der größten Kaufhausketten Deutschlands. Ja. Was in Regensburg der Milchpilz ist, das ist hier der Zeitungspilz. Das ist der Westfalener... Bielefelder Zeitung Westfalenblatt Pilz. Ich kann ja mal googeln. Regensburg Milchpilz. Da haben wir auch ein schönes Video zugemacht. Ja, könnt ihr hier sehen. Hier wird Bratwurst verkauft. Ja, vielleicht auf dem Sandhügel da. Bestimmt. Oder hinter dir. Ja. Vielleicht hier im Westfalenblatt Pilz. Also im Zeitungshäuschen wird hier Bratwurst verkauft. Man weiß so wenig. Es ist kompliziert. Jedenfalls wird hier Bratwurst verkauft. Ja, hier läuft wunderschön das Wasser in Farben des Ozeans im Springbrunnen hier. Da oben steht ein Mann mit Pfeife. Und hier neben dem Kistensommer, so seht ihr also, wie liebevoll hier die Pflanzen hier gehegt und gepflegt werden, steht der Stein. Da steht es drauf. Bielefeld Verschwörung 1994 bis 2019. Da hat also die Stadt Bielefeld hat beschlossen, sie ergreift jetzt mal die Initiative und beendet das. Das war 2019, ne? Ja. Da haben sie es beendet. Ja, 2019 haben sie 1 Million Euro dafür als Preisgeld ausgesetzt, wenn man beweisen kann, dass Bielefeld nicht existiert. Und es gab einige Beweise. Ja, es gab physikalische Beweise, es gab mathematische Beweise, historische Beweise. Die könnt ihr auf der Webseite nachlesen, könnt ihr einfach googeln von der Stadt Bielefeld. Es ist schade, dass der Stein so ein bisschen versteckt ist. Ich fürchte fast, dass das weitergeht. Die Leute werden weiter an die Bielefeld-Verschwörung glauben. Auch wenn sie es nicht beweisen konnten, ja. Der Stein muss größer werden. Ja. Postet ihr drunter, was ihr dazu dieser ganzen Geschichte denkt. Was denkst du dazu? Ja, Bielefeld gibt es definitiv nicht. Auch wenn sie es versuchen, sehr gut zu machen. Nein. Sie versuchen mit sehr vielen guten Methoden, uns zu überzeugen, aber... Was war der Hauptfehler, der dir aufgefallen ist in den letzten 2 Stunden?
Also wir haben ja schon einige zusammengefasst, aber zum Beispiel die Stadt ist viel zu sauber. Sieht alles aus, als wenn es alles neu gebaut ist gerade. Sieht nicht so alt aus. So stellt die Ines sich das vor, wenn es neu gebaut ist. Ja, und viel schlimmer finde ich eigentlich diese ganzen Türen hier überall, die überhaupt keine Klinke haben. Ja, diese Tür, die Tür war nicht überzeugend. Das ist wie bei der Truman Show. Wenn man da reingeht, da ist bestimmt... Steht man hinter den Kulissen. Doch, da ist was. Nämlich die Träger für die Kulissen. Ja. Postet hier drunter, was ihr denkt. Dankeschön. Was ist das? Ich glaube, das sind Kameras. Das sind Kameras? Riesige Kameras, die in die Luft filmen. Meinst du jetzt, oder was? Ja, das sind Drohnen, die sie normalerweise dazu einsetzen, um andere Leute zu beobachten. Also die Ines ist von Bielefeld hier aber schwer inspiriert. Also so fantasievoll habe ich sie wirklich noch nie gehört. Also Steindrohnen, die am Boden liegen. Verstehe ich richtig, ja? Die werden da nur geparkt. Ach so, das ist ein Parkhaus für Steindrohnen. Ja. Okay, sieht wenn man man sich. Doch. Sieht man doch. Ja, Schatz, sieht man ja. Wenn man sich zu lange aufhält hier in Bielefeld, passieren Dinge. Das merkt ihr hier schon. So, Ines wird jetzt wirklich mega inspiriert. Du fühlst dich an? Ich fühle mich an Piccadilly Circus. Zirkus. Weil hier hinten so viele Lichter sind und eine U-Bahn große, und so weiter. Die große Leinwand und natürlich die U-Bahn. Also die große Leinwand ist die, warte mal, die da, wo mein Finger jetzt gerade drauf zeigt. Ja, die ist ganz groß. Ganz eine große Leinwand. Ganz fein. Jetzt haben wir die Gelegenheit, mal zu prüfen, was hinter so einer Tür ist. Jetzt schauen wir mal, hier ist nämlich eine Tür, die... aber tatsächlich, der ist ja unglaublich. Tatsächlich. Führt tatsächlich... Das sind wirklich Kulissen. Das sind tatsächlich Kulissen. Und jetzt? Das finde ich jetzt ein bisschen gruselig. Mal schnell wieder zu, ey. Ja, Wahnsinn. So, ihr seid müde, ihr habt es schon tausendmal gehört. Aber ihr seid der Abschluss von unserem Video. Okay. Was ist die verfickte Story mit der Bielefeld-Verschwörung? Ja. Uns gibt's ja gar nicht. Uns gibt's gar nicht. Wie fühlst du dich denn als nicht existierendes Wesen? Weiß ich nicht. Irgendwie gut. Du fühlst dich gut. Video. Wie fühlst du dich? Perfekt. Also dir macht's gar nichts, dass es dich nicht gibt. Du siehst mich doch. Also dich gibt's also doch. Mich gibt's total. Aha, die Meinungen sind jetzt sowas von gibt's, gibt's, hallo. Gibt's euch oder gibt's euch nicht? Uns gibt's wirklich. Absolut. Total. Bin mir da nicht immer sicher. Wann bist du dir sicher? Wann bist du dir weniger sicher? Marc, wenn abends, ich den Aluhut abends aufhabe, läuft, das sagst du immer so schwierig. Achso, du meinst, das ist ein Aluhut-Problem. Wenn ich dann mit Aluhut-Ballons. Oh ja, die üben schon mal. Die üben schon mal. Also... Es bleibt unentschieden, es bleibt unklar. Ja, stimmt schon. Man muss einen Aluhut aufziehen, damit die Strahlen abgehalten werden, damit man die Wahrheit erkennt, dass Bielefeld nicht existiert. Sonst haben wir die Illusion hier, dass etwas existiert. So, und den Rest postet ihr jetzt hier drunter. Wiedersehen. Tschüss. Echte Bielefelder und Bielefelder. Ciao, ciao.